Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video, hat mich wie immer sehr gefreut. Und im heutigen Video möchte ich Lord Grasp aus der Masters of the Universe Origins Line genauer unter die Lupe nehmen. Doch zunächst einmal ein riesengroßes Dankeschön an David, der mir die Figur bei Smith Toys in Irland besorgt hat. Dort ist Lord Grasp bereits regulär erhältlich, genauso wie Terror. Daher bin ich mir sicher, dass die beiden auch bei uns bei Smith Toys regulär erhältlich sein werden. Terror ist ja bereits gelistet. Und hier die Figur auf der internationalen Karte. Das Design basiert auf einer Wave, die für 1988 geplant war, aber leider nicht mehr erschienen ist. Es gibt aber Cardback-Illustrationen in Schwarz und Weiß. Hier Lord Grasp im Einsatz gegen Slamurai. Die Illustrationen stammen von niemand Geringerem als Errol McCarthy. Und hier kämpft Lord Grasp gegen Plasma. Die Namen wurden allerdings erst später, zur Masters of the Universe Classics Zeit erfunden. Und hier das 3-Pack aus der Classics Line mit Terror, Plasma und Lord Grasp, das heutzutage extrem teuer ist. Daher umso schöner, dass nun einige der Figuren bei den Origins erscheinen. Und hier schließlich Lord Grasp auf der Karte. Oben das Snake Man Design, dann das große Masters of the Universe Logo und der Name Lord Grasp. Leider hier ohne Untertitel, da es sich um die internationale Karte handelt. Unten das Snake Man Logo. Und dann die Figur selbst, die eine Mix and Match Figur ist. Der Kopf von Squeeze, der Umhang von Scareglow und die Scherenhand von Clawful. Und natürlich mit einer komplett neuen Bemalung. Diese erinnert etwas an einen Feuersalamander mit dem Schwarz und Gelb. Und hier nun die Figur ausgepackt mit dem Zubehör. Einmal der Schild von King Hiss. Und dann der Schlangenstab in Schwarz. Und hier die Figur selbst. Und ich muss direkt sagen, dass ich diese großartig finde. Hier der Kopf von Squeeze, ein reiner Repaint. Geht aber hier meiner Meinung nach wunderbar auf. Dann der schwarze Grundkörper mit dem Schlangensymbol auf der Brust. Und die tolle Bemalung auf den Oberarmen. Und der Hummerschere. Diese ist wirklich großartig. Und das Action-Feature funktioniert natürlich auch. Dann die Beine, ebenfalls mit der schönen Bemalung. Hier von der Seite und von hinten. Hier wurde, wie gesagt, der Umhang von Scareglow wiederverwendet. Und selbstverständlich darf an dieser Stelle auch der Vergleich mit der Classics-Version nicht fehlen. Hier rechts zu sehen. Bei der Classics-Version ist die Bemalung an den Beinen und den Oberarmen sogar etwas einfacher gehalten. Aber ebenfalls eine tolle Version des Charakters. Und natürlich kann man der Figur auch noch das Zubehör anlegen. Einmal mit dem Schlangenstab. Und einmal mit dem Schild. Mir persönlich gefällt er zusammen mit dem Schild etwas besser. Und es liegt natürlich auch noch ein Mini-Comic bei. Dieses habe ich bereits im Video zu Reptilex ausführlich vorgestellt. Hier mit Lord Grasp auf dem Cover. Und wieder die Figur auf Karte. Und selbstverständlich gibt es auch hier eine schön gestaltete Kartenrückseite. Mit einer tollen Cardback-Illustration.
Diese ist eine Hommage an die Illustration von Errol McCarthy. Lord Grasp kämpft hier in einer Dschungellandschaft gegen Plasma. Und hier noch einmal die Illustration in voller Pracht. Und auf der Karte im Detail. Hier rechts Lord Grasp. Im Hintergrund Megator. Und Strobo auf Turbodactyl. Und links vorne Plasma. Wieder einmal eine geniale Illustration. Dann gibt es natürlich auch Actionbilder und Werbung für weitere Figuren. Einmal die beiden Snakemen, Lord Grasp und Terror und aus der Cartoon Collection Stratos und Merman. Einmal mehr eine schön gestaltete Kartenrückseite einer meiner Meinung nach tollen Figur. Ist natürlich etwas spezieller, aber ich bin froh, dass auch solche Figuren bei den Origins erscheinen. Und damit neigt sich das Video auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteturnia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.